eine Höhe drinnen, wir machen ein Limit von 40.000 von mir aus und diesen Vertrag stimmen wir da ab, wenn du mit der Detailplanung mit den Grafiken reinkommst. Eine Frage, hast du ein Problem mit 340.000 Euro? Wieso? Wo ist das Problem? Nein, ich frage jetzt da. Willst du das sagen? Ich habe ein Problem, weil es anscheinend Methode hat, dass jedes Mal, wenn wir beim Voranschlag darum fragen, warum gewisse Dinge nicht drinnen sind, wir dann, der Voranschlag wird von höherer Stelle geprüft. Jetzt nochmal zur Erklärung. Und jedes Mal sind Dinge nicht drin, und es war das beste Beispiel mit dem Hochwasserschutz. Da haben wir eine Woche, da haben wir gewusst in der Sitzung am 16., was das für Kosten sind. In der Zeitung, in der Gemeindenachrichten ist es drinstanden, was es kosten wird, aber im Voranschlag haben wir es nicht reintun dürfen. Das nächste Beispiel ist dieses. Jedes Mal müssen wir die Gemeinde mit Geld belasten, es ist ja nicht unser Geld. Und wir nehmen hier das nicht so leichtfertig, dass wir jedes Mal hergehen und sagen, wir machen Versäumnisse der Vergangenheit einfach wieder weg, indem wir jetzt irgendeinen Beschluss fassen. Und es ist genauso möglich, wie der Bürgermeister es gerade ausgeführt hat, dass wir jetzt ihn beauftragen mit der Planung des Ganzen und ihm dazu mit einer finanziellen Summe ausstatten. Und erst wenn wir den Plan am Tisch haben, weil wenn wir jetzt das Darlehen aufnehmen, dann wird es ganz schwer im Nachhinein zu sagen, aber so passt der Kreisverkehr nicht. Tun wir den denkmalgeschützten Baum weg. Passt der für die Zukunft, dass eine Not, dass ein LKW, der eine Zulieferung hat, noch durchkommt und so weiter und so fort. Das sind ganz viele Fragen in der Planung noch offen, aber das Geld haben wir beschlossen. Was passiert dann mit dem Darlehen? Sollen wir das dann zurückverwenden, das für was anderes? Ich weiß es nicht. Nein, das ist alles zweckgebunden. Also, eins muss man auch sagen, Stefan, das mit dem Baum ist einmal gegessen in Schichte, das steht unter Denkmalschutz, das ist auch klar. Und alles was jetzt die Naturschützer, und alles, was jetzt die Straßenplanung anlangt, haben wir, sage ich mal, maximal den Einfluss darauf, dass wir sagen, wir hätten gerne das. Was dann wirklich möglich ist, sagt uns dann die Straßenverwaltung. Die sagt uns, wie eine Schleppkurve auszuschauen hat. Und wir sicherlich nicht. Und das heißt, wie der Kreisverkehr ausschaut, kann weder ich noch unser Bauungsleiter noch der Spar, sondern bestimmt einzig und allein die Straßenverwaltung, beziehungsweise das Land Steiermark, die geben uns das. Ja, ist so. Nein, das stimmt nicht. Ich bin öfters, glaube ich, bei Bauverhandlungen in dem Bezirk als du, und ich weiß ganz genau, wo man was mitbestimmen kann als Gemeinde. Aber ganz sicher. Weil da kann ich da Beispiele aus anderen Gemeinden, was noch möglich ist und was wohin gepflanzt wird und was wie geplant wird. Weil da gibt es die Praxisbeispiele, die sind gut. Dass du so viel Bescheid weißt. Ja? Ja. Weil bei den Verhandlungen, Wasserrechtsverhandlungen und bei allen anderen Schichten war ich dabei und ich weiß, wie es läuft. Ja, du hast jetzt gerade was behauptet, was nicht stimmt. Du hast gesagt, wir dürfen nichts mitreden bei dem Kreisverkehr. Du hast keine Möglichkeit, der sagt, was die Mindestanforderungen sind, und an dem muss man sich orientieren. Aber unabhängig davon, ich sage, das bringt heute eh nichts. Und bevor ich in der Halbzeit der Antrag da zur Abstimmung kommt, stelle ich den Antrag, dass wir diesen Tagesordnungspunkt absetzen und beim nächsten Mal einfach auf die Tagesordnung kommen. Wer dafür ist, für meinen Antrag, wenn man sich hört, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Bitte. Gegenstimmen. Stimmen in Ordnung. Passt, danke. So, nächster Tagesordnungspunkt. Tagesordnungspunkt 5, A4, Straßenbaumaßnahmen 2014. Jetzt soll ich die Unterlagen einzig nehmen können. Unser Bauungsleiter ist gemeinsam mit mir durch alle Straßen in Vigo gefahren. Wir haben uns alle Zustände der Straßen angeschaut. Und er hat einmal wir sind wieder bei einer Schätzung, klarerweise jetzt. Mal geschätzt, was in etwa das Ganze kosten kann. Nachdem er ja schon sehr viele Jahre in der Gemeinde beschäftigt ist, gehen wir davon aus, dass seine Schätzung einigermaßen in Ordnung ist. Wie man aus der Vergangenheit her heraus schon weiß, dass er sehr gute Arbeit leistet, obwohl er angesagt wird von einem ehemaligen ja, gut. Das sind die zukünftigen Straßensanierungen mit den geschätzten Kosten in etwa. In welcher Reihenfolge dass das Ganze noch dann stattfinden wird, das wird noch dann der Bauungsleiter bestimmen, klarerweise, weil er die ganzen Bauarbeiten und Sanierungsarbeiten koordiniert. Und da geht es eben darum, dass wir uns da über ein Darlehen befinden sollen von rund 300.000 Euro auf eine Laufzeit auf 15 Jahre. Gibt es da von eurer Seite her jetzt eine Frage? Die gleiche Frage wie vorher. Bitte.
die Straßensanierungen, ich meine, wenn man da Bibok fährt, sieht man eh, wo was zum Reparieren ist. Die gleiche Frage, warum müssen wir das jetzt beschließen, und das war nicht im Voranschlag. Es sind 4 Monate vergangen ohne Gemeinderatssitzung, warum war es im Herbst? Weil wir andere Uhren gehabt haben wie die Volksschule und nicht gewusst haben, wie sich das alles ausgehen wird, zeitlich mit der Umsetzung der ganzen Sanierungsarbeiten, und wir einen so viel Personal haben, dass wir 5 Monate parallel fahren können. Und wenn man dann draufkommt, dass wir diese im Vorschlag sind schon drinnen, das sind 100.000 Euro drinnen, das sind sowieso drinnen, das ist klar, und da ist es darum gegangen, man hat das Ausmaß noch nicht gewusst, ob man mehr machen kann oder nur das, was im Vorschlag drinnen ist. Und aufgrund dessen, dass wir relativ rasch mit der Volksschule fertig geworden sind, ursprünglich hatten wir gedacht, dass man doch bis zum Sommer diesen Jahres noch laufen wird, teilweise um auch den letzten Teil auch umzusetzen, habe ich gesagt, nein, es geht sich vorher aus, in dem Punkt kann man auch mehr Straßen sanieren und reparieren. Das ist ganz einfach die Begründung dafür. Bitte, gibt es Fragen? Das war jetzt im Gegensatz zu vorher eine gute Begründung. Gut. Vom Stabe selber kann man das Amtsleiter noch sagen. Zwar geht es um kleine Straßenbaumaßnahmen 2014 in Auftragsvolumen von 300.000 Euro. Es wurden 4 Banken eingeladen, ein Angebot abzugeben. Das war die BAWAG PSK, die Volksbank, die Steiermark, die Sparkasse und die Leiber. Folgende Vorgaben wurden von uns aufgeführt, eine Laufzeit von 15 Jahren, Zinssatz Basis 3 Monate Euribor, wird auch von Einschalt, ob man eventuell ein Fixzinsangebot beilegen kann, Zinsverrechnung von vierteljährig deklassiert, kalendermäßig 3,60, Bildungsbeginn sollte der 1.10.2014 sein und Darlehenszuteilung soll mit 1.7.2014 folgen. Zur Vergleichbarkeit wurde der Euribor-Stichtag der 28.02.2014 angegeben, mit einem Euribor-Stand von 0,286. Wenn man dann schaut, im Prinzip bei den Fixzinsangeboten gibt es von der BAWAG PSK, die hat einen Satz gegeben mit 2,9%, beziehungsweise die Reiber mit 3,125%. Da geben sie aber relativ große Endbeträge bei den Fixzinsangeboten und sind meines Erachtens nicht unbedingt das Beste, was man nehmen kann. Im Bereich, das was da auch steht im Prinzip, im 3-Monats-Euribor-Bereich hat sich die BAWAG PSK mit einem Aufschlag von 0,8% zum Euribor mal als Bestbieter vorerst herausgestellt. Das würde einem momentanen Zinssatz entsprechen von 1,086% und eine Gesamtbelastung von 325.893 Euro. Nun hat aber nochmal nachgefragt und aus der Vergangenheit gelernt, die BAWAG hat schon einmal, und wir haben es auch in die Ausschreibung hineingeschrieben, dass diese Aufschlagskonditionen bis zur Darlehensendzeit im Prinzip gelten sollen. Die BAWAG PSK hat das dann in weiterer Folge verneint, dass sich diesen Aufschlag nicht folgen will. Also ist sie eigentlich auszuschließen, weil sie kann nächstes Jahr kommen und einfach einseitig diesen Aufschlag verändern. Das zweitbeste Angebot jetzt ist im Prinzip die Volksbank, die hat einen Aufschlag von 1,2 im Prinzip, wird einen momentanen Zinssatz von 1,486 ergeben. Sie garantiert auch diesen Aufschlag bis zum Darlehensende und ist somit meines Erachtens der BAWAG PSK trotz Bestbietertum vorzuziehen. Das würde ja Gesamtbelastung momentan, das kann sich nicht mehr ändern, weil sich der Euro auch ändert, von 337.196 entsprechen. Ja. Gut, danke. Gut, gibt es von eurer Seite her Fragen dazu? Keine? Dann stelle ich den Antrag, das Darlehensangebot der Volksbank zur Finanzierung der Straßenbaumaßnahmen 2014 mit einer aufzunehmenden Darlehenssumme in der Höhe von 300.000 Euro und einer Laufzeit von 15 Jahren anzunehmen und die Darlehensaufnahme vorbehaltlich bis zur Erstellung des ersten Nachtragsvorschlags 2014 und die Einzuholung der aufsichtsfähigen Genehmigung zu beschließen. Wer für diesen Antrag ist, bitte erzeugt der Zustimmung.
Danke, einstimmig. Jetzt kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. 5. Subvention für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Ein Neubeschluss. Wir haben, da ist schon ein Beschluss, der schon etwas älter ist. Allerdings haben wir vor kurzer Zeit einen neuen Beschluss gemacht, am 20. September 2013, wo wir dann zwei weitere Zonen auch noch mit aufgenommen haben zur Förderung und der öffentlichen Verkehrsmittel, dass die Nutzung durch die Liebhaber eben erfolgen sollte. Und es hat sich herausgestellt, dass bei der Abrechnung es immer wieder zu Schwierigkeiten kommt, weil halt einfach die unterschiedlichsten Wochen, Monats-, Jahreskarten und Zonenkarten existieren und dadurch halt immer kein einheitlicher Preis dann zustande kommt und da halt unterschiedliche Preise noch dann in der Zonenauswertung stattfinden. Der Einfachheit halber hat man dann gesagt, dass wir schauen, wie das Modell würde am besten funktionieren, das nicht zu unnötigen Diskussionen führt, die man nicht erklären kann. Und aus dem Grund wäre der Vorschlag, dass man 10% auf den gesamten Kaufpreis von Monats-, Halb-, Jahres- und Jahreskarten fördert, um damit die Diskussionen, sage ich mal, im Bürgerservice noch dann zu beenden, wo man dann ständig dann zum Beispiel von einer 10-Zonenkarte 3 Zonen noch ausrechnen muss, die dann wesentlich billiger weitergegeben werden. Das heißt also, wo der Kartenbesitzer weniger erhält, wie der 3 Zonenkarten hat. Das ist eben die Komplexität halt der unterschiedlichen Kartensysteme, die es gibt. Und um den halt auch dann Einhalt zu gebieten, wäre es gut. Das habe ich der Bernhard, glaube ich, auch schon einmal vorgeschlagen, aber es seinerzeit nicht aufgenommen worden, wie auch immer, dass man das Ganze halt abkürzt, indem man halt sagt, man tut halt nicht nur zonenweise das Ganze abrechnen, sondern jeder, der einen Monat oder einen Monat, halb Jahres oder Jahreskarte hat, beziehungsweise sind es einfach die Karten dabei, die Zonenkarten noch erfasst. Ja, dass man eben jetzt halt quasi all jene fördert, die öffentliche Verkehrsmittel nutzen, unabhängig, ob sie jetzt innerhalb von 3 Zonen sind. Und wenn der jetzt zum Beispiel ein Bruch zu Hause ist, dort seine Arbeitsstelle hat, also zu Hause muss er in Liebhof sein, klarerweise, aber der in Bruch oder in Leon arbeitet und mit öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin gelangt, hätte er eigentlich einen Nachteil grundsätzlich bei der Abrechnung, weil seine Karte kostet zwar mehr bei der Berechnung, aber von Zonen gilt dann auch im Endeffekt noch weniger wie einer, der nur 2 oder 3 Zonenkarten hat. Und aus dem Punkt würde ich jetzt den Antrag stellen, dass man einen einheitlichen Pauschalbetrag von 10% auf den Kartenpreis fördert. Bitte. Ich habe damals den Antrag einfach im Umweltausschuss, dass wir von 2 auf 4 Zonen erweitern. Und dann haben wir das Kostenbrücken gesagt, das sind noch 3 Zonen noch. Und dieser vereinfachte Berechnungsmodus war einfach, wenn jetzt Leute mit 4, 6, 10 Zonen kommen, dass wir gar nicht genug übereinander kommen. Also, ich bin ja relativ dafür, dass man das vereinfachen kann. Das heißt, wir fördern damit einfach den öffentlichen, also die benutzen das. Gut, gibt es von eurer Seite Fragen? Keine? Dann stelle ich folgenden Antrag. Der Gemeinderat möge die Subvention für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel neu beschließen. Ab sofort sollen alle Wochen, Monats-, Halbjahres- und Jahreskarten für den öffentlichen Verkehr pauschal mit 10% des Kaufpreises befördert werden. Die Förderung ist längstens bis zum Beginn des jeweils zurückliegenden Kalenderjahres möglich. Beispiel Antrag Dezember 2014, rückwirkend bis längstens Jänner 2013. Fahrkarten älteren Kaufdatums werden nicht gefördert. Voraussetzung dafür ist ein aufrechter Hauptwohnsitz in Liebhof. Um einen eventuellen Missbrauch zu vermeiden, ist vom Fördergeber die Richtigkeit der Angaben zu bestätigen. Dieser Beschluss ersetzt die bisher geltende Förderung der 3 Zonen. Dann war es halt entweder im Jahr, im selben Jahr. Was ist, wenn jemand zum Beispiel am 15. Dezember die Karten kauft? Dann muss es noch in dem Jahr machen. Oder? Nein, es geht nicht immer zurückwirkende Jahr. Das heißt, wenn er jetzt zum Beispiel im September, vielleicht im 2013, eine Karte gekauft hat, der Jahreskarten, dann kann er sie noch zur Abrechnung bringen. Ja, wenn man einfach sagt, 12 Monate muss es nicht. Vom Rechnungszeitpunkt. Ja, wir haben das ja drinnen jetzt. Die Förderung längstens bis zum Beginn des jeweils zurückliegenden Kalenderjahres möglich. Ich meine, die in der Verwaltung haben das ja gemacht und die wissen das ja auch. Kann man nach Preis und machen, weil die gar nichts. Ja, also machen sie ja. Dann nicht.
Also ich glaube, das passt schon. So, das gut, jetzt ein Auto, bitte. Wochenbahn zahlt auch dabei. Wochenbahn zahlt, ja. Nein. Ursprünglich ich nur die erste Konzeption und das ist jetzt der Antrag von Wochenkarten. Da ist der Antrag von Wochenkarten auch Umsatz. Nein, ist ja nicht einzusehen. Anna, es haben nicht alle so viel Geld, dass sie sich einen Monatskarten kaufen. Wenn er halt eine Wochenkarten kaufen kann, dann wird das halt auch der Aufwand. Das ist halt kein Problem. Das ist halt Aufwand mehr. Administrativer Aufwand. Aber ich sage aber, es geht nicht darum, dass man unterstützt. Auf die ist es nicht so leicht leistet. Gut, wolltest du noch was sagen, bitte? Bis drei Zonen oder? Nein, generell. Es hat jetzt ein Netzkartenhaus oder ein Jahreskartenhaus, jede Karten. Die von, wenn du einen Hauptwohnsitz in Lübeck hast und du aus dem Arbeitsplatz, was du siehst, in Mittelfeldern wohnt, im Zug durch Südkreis oder mit anderen öffentlichen Verkehrsmitteln, dann wird diese Karte mit 10% gefördert. Hauptwohnsitz in Lübeck ist. Hauptwohnsitz in Lübeck, ja. Gut. Den Antrag habt ihr gehört. Wer für den Antrag stimmt, bitte zeigt der Zustimmung. Danke. Gut. Kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt 6. Subvention, Alarmanlagen, Erweiterung des Gemeinderatsverstoßes vom 23.09.2013. Da geht es ja darum, im Umweltausschuss ist das ja eh schon